Lasko und ich, wir begrüßen euch. Es geht diesmal in diesem Film um Vater- und Sohn-Projekt, um urheberrechtliche Geschichten wegen der Musik und um ein Mitsubishi Eclipse. Da werden wir so ein Vater-Sohn-Projekt machen. Da geht es um solche Dinge und ja, um solche alten Autos. Und ja, und da gucken wir mal rein, was wir da vorhaben. Und darum, wie wir sehen, wie man stumpfe Scheinwerfer, diese Plastikscheinwerfer, wie man die wieder flott kriegt. Und ich würde sagen, Mats ab und Lasko, ich habe nichts mehr, ist alle. Ja, los geht's, auf ins Detail, ihr seid dabei. Hier sehen wir unseren Sohn Triss. Wir wollen mal als erstes eben auf die urheberrechtlichen Dinge eingehen. Der macht ja auch für unseren Kanal hier ein bisschen die Musik. Das Ganze macht er mit Musikgarage von Apple. Das sind verschiedene Rhythmen und verschiedene Takte und verschiedene vorgegebene Dinge. Die werden alle dann zusammengebaut zu einem Musikstück. Da ist man auch einige Zeit bei. Also es ist nicht in einer Stunde erledigt. Und da hatten wir aus diesem Grunde, möchte ich hier mal eben erwähnen, machen wir diese Musikstücke, die jetzt hier im Hintergrund laufen. Das ist Studio Osterhenne eigene Musik, ja, und die lassen wir jetzt mal ganz extra hier eigene Musik laufen, damit wir da nicht nachher wieder in irgendwelche Schwierigkeiten kommen. Und da ist es so gewesen mit der Musik, und da war es so, dass ein Kanal, der hat zwei Abonnenten hatte dieser Kanal, und da waren drei Klicks auf den Film, und in diesem Film war eigentlich nur Bilder, und dann war die Musik sehr ähnlich zu der, die Tristan gemacht hat. Und dann wurde dazu gesungen. Und die meinten, wir hätten diese Musik von denen rübergezogen zu uns. Und wir mussten dann dazu Stellung beziehen und dazu was sagen. Und dann haben wir gesagt, wir können ja keine Musik zu uns rüberziehen, wenn wir die schon 2 Jahre vorher hatten. Ja? Also das war auch ein Nachweis, dass die bei YouTube-Filmen schon 2 Jahre vorher gespielt wurde, ganz offiziell. Und das ging natürlich läuft ins Leere, ne? Ist klar. Aber man hat da echt nur Ärger, Rennerei und Schreiberei mit. Also nochmal ganz kurz eben diese Sachen, und das sind so Sachen, das passiert wahrscheinlich immer mehr, umso größer man wird, dass man dann sich mit denen auseinandersetzen muss, und da kommt dann immer mehr, und das ist so, ich weiß auch nicht, ob das nur tut. Nun gut, weiter geht's mit unserem Film. Und unser Tristan, der hat ja Führerschein bestanden, das ist ja mittlerweile auch. Dazu sehen wir erstmal diesen kleinen Clip hier, wo er seinen Führerschein gemacht hat, denn den hatten wir ihn geschnitten, so fertig gemacht, ja, als Glückwunsch, und den spielen wir hier einfach mal ab. Ja, unsere erste Tour mit Tristan, er fährt selbst. Was soll ich sagen? Es hakelt und stockelt noch ein bisschen, aber es wird besser. So kann man es genauer definieren. Und jetzt sind wir auf dem Rückweg und gleich wird Rasen gemäht. Bevor es hier mit einem neuen Wagen losgeht, kriegen wir den Jungen, ne? Muss er erstmal was tun. Und das macht er auch ganz artig, weil es ist ja für einen selbst, und infolgedessen muss auch noch gepflastert werden, also die Lunken aus dem Boden raus. Und ja, da muss ich sagen, das hat er ganz ordentlich gemacht, der Junge. Aber er hat es hingekriegt, ne? Also das sieht ganz ordentlich aus da. Ja, und jetzt hier in diesem Augenblick, da gucken wir uns mal das an, was er auch mitgekauft hat. So, hier haben wir den Spenderwagen, Tristan. Ja. Ja. Und da werden jetzt Teile abgebaut. Da werden jetzt Teile abgebaut. Hier können wir nochmal alles rausholen, was drin ist. Genau. Schiebt ihr schon? Wir haben eine Knarre mit, und das sind ja 4 Schrauben da. Ja. Und dann nimm diesen hier mit, den hier. Weil der geht hier kaputt, wenn der hinten einer drauf kachelt. Tut sich was. Sauber. Vorsichtig abnehmen. So. So sieht er von innen aus, sag mal. Oh, guck mal.
Ablagerungen drin. Geht von aus. Ja, wunderbar. Hier sehen wir doch mal zwei oben liegende Nockenwellen. So. In die gute Tupperdose. In die gute Tupperdose? Oh nee! Den wir hier sehen, das ist Jannis, Kumpel und Freund, Mitstreiter bei unserem Projekt. Geht doch egal, in die gute Tupperdose. Ich würde sagen, Reiskocher, Baby, die Pup. Da ist die neue Haube, da liegen die anderen Teile. Ja. Und wer schon hier oben rumfrisst, da willst du mal was Positives sagen? Wir haben nichts Positives. Nee, aber es macht hier Fortschritte, die Garage wird grau. Ja, ich glaube, mein Sohn ist schon gestraft genug mit so einem Vater, der hier alles in Ton und Bild festhält. Ja, die machen hier ordentliche Fortschritte und ich würde sagen, ja, weiter geht's, ne? Kathi ist nervös, die will ja schon wieder los. Hier ich steht kann der das Wagen. Nicht, das ist mir viel zu schnelles Auto. Ja, da steht er. Und viel zu tief, da komme ich gerne rein und raus. Na, das gucken wir uns noch an. Kathi, tschüss. So, nun geht's hier weiter, Tristan. Was sagst du zu deinem Fahrzeug? Der fährt sich gut hier. Hosenträgergurte. Wir sind ganz begeistert. Und ja, der Klang hier hört selbst. Ne? Gleich können wir mal wieder ein bisschen Gas geben. Er hat schon was, ne? Der hat was. Der hat was. Jo, und dann gucken wir weiter. Ja. Bis dann. Ja. Ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber an sich soweit so gut. Also du sagst, war die richtige Entscheidung? Ja, man muss sich zwar noch ein bisschen dran gewöhnen, aber soweit ist das schon ganz cool. Das ist mein Mütz. Ohne die Mütze geht nichts, ne? So ist das einfach mittlerweile. Wenn man sich dran gewöhnt hat, ja, dann kommt man ohne so eine Mütze gar nicht mehr so aus. Es ist einfach angenehm. Nun gut, bei diesem Wagen, da geht es darum, wir sehen das, ich blende das jetzt hier in diese Ecke mal ein. Da sehen wir nochmal die Folien. Ne? Also der Wagen soll noch foliert werden. Wir müssen den Zahnriemen machen. Wir wollen noch gewisse Spoiler-Sachen machen. Mal sehen, wie weit wir da kommen. Und wir wollen euch auf diese Reise mitnehmen. Dies hier ist, sage ich mal, sozusagen der Beginner-Film, wie das Ganze so angefangen hat. Und ich denke, der Triss, der wird sich dann auch nochmal hier vor der Kamera zeigen. Wir haben jetzt hier Musikstücke auch mal gemacht. Die haben wir schon viel länger. Die kommen euch zum Teil auch bekannt vor, weil wir sie auch schon mal gesendet haben. Aber da geht es eben, wie anfangs im Film schon erwähnt, um die urheberrechtlichen Dinge. Bei den Scheinwerferglas, da ist es so, dass man es wirklich runterschleift. Man fängt mit einer groben Körnung an. Man kann auf 800 gehen, 1000, 1200, 1000, 400, 1000, 800, 2000. Dann geht man auf 3000. Ja, und zum Schluss poliert man einfach. Und das haben wir hier mit dem Scheinwerfer gemacht. Das hat der Tristan gemacht. Ja. Also es ist mühselig, es dauert lange. Aber wie wir hier sehen, es bringt ja was. Ne? Der sieht doch schon ganz top aus.
hier unten im Infokästchen. Da findet ihr die ganzen Produkte, die wir eingesetzt haben, das Schleifpapier und was Tristan alles so bestellt hat, ne? Der bestellt das über Amazon. Da könnt ihr dann so Vergleiche machen, ne? Auch Bewertungen lesen von anderen. Und wir werden etwas am Umsatz beteiligt mit 1%, 2%. Das hilft uns doch sehr, weil Lasko, der will ja auch Futter in seinen Napf haben. Vor kurzem haben wir eine 2 Terabyte Festplatte hochgejagt. Ja, und wenn wir das Ganze in SSD haben wollen, das können wir uns eh nicht leisten. Da liegen die bei 300-400 Euro, eine Festplatte. Mittlerweile ein Film, 10, 15 Gigabyte für einen Film, für das Schnittmaterial. Am Ende kommen noch 3, 4 Gigabyte raus, wenn er fertig geschnitten ist. Das wird alles hochwertiger übertragen und da muss man mithalten. Und ja, das ist mittlerweile, wird es immer schwieriger. Ne? Ja, in diesem Sinne, ne, danke, wenn ihr die Links nehmt und ihr könnt uns auch gerne per PayPal unterstützen. Da sagen wir auch danke und die meisten klicken da jetzt sowieso wieder drüber weg. Ne? Das sehen wir immer so, wenn die so drüber wegklicken. Nun gut, aber am Rande bemerkt, sagen müssen wir es ja. Ne? Bis denn. Weiter geht's. Jetzt gehen wir noch mal eben ganz kurz auf das Licht ein und die Leuchtkörper, die da glimmen, dass man da nicht aufs Glas fasst und so weiter. Ja, wie wir das dem Jungen eben beibringen. Ne? Das ist normales Abblendlicht. Das ist Fernlicht. Wie kann ich Fernlicht eigentlich anmachen? Na, wir haben hier noch einen leichten Schimmer drauf. Ne? Ich kann nur Lichtgucke machen. Hier sieht man noch leichte Schlieren. Ganz leichte. Ja, es ist auch richtig viel. Oh, richtig viel nicht. Doch. Nee. Was ist das hier unten? Nebel. Wie mache ich das dann? Musst du gucken. Ja, das ist die Sperrklinke, die kannst du jetzt rausnehmen. Reindrücken und zur Seite. Reindrücken. Den Draht, genau den. Ja. Hochklappen. Genau, das vorsichtig rausziehen. Das ist auch ein bisschen eng da, aber es geht. Kannst du abziehen? So, welche die Binde nach oben ziehen? Nein! Welche die Binde nach oben ziehen? Nein! Die Binde soll man nicht anfassen. Ja. Da ist da hinten noch eine Klammer. Genau. Nope. Ja, das hast du. Okay. Nehme ich die mit? Mütz. Wo ist die Mütze? So. Ja, so fühlt man sich doch ein wenig angezogener. Laschi, komm her. Der Hund ist auch wieder dabei. So. Gut, wenn jemand dieses Projekt, was wir hier jetzt in den Gänge haben, unterstützen möchte, kann er gerne was spenden unter per PayPal und dann einfach reinschreiben, Projekt Tristan Auto. Da sind wir immer, ist er immer gerne für zu haben, ist natürlich klar, weil als Schüler ist das Geld nicht so locker und dieser Wagen hat nun auch ein bisschen gekostet, ist eine alte Kiste, da möchte ich nochmal drauf eingehen. Jetzt werden noch von ihm die Blinker ausgetauscht gegen moderne Blinker. Das ist soweit eigentlich auch kein Problem. Hier sehen wir die alten Blinker-Anschlüsse. Sehen wir schon die ersten Blinker. Die neuen. Sieht schon cool aus. Gibt's nichts. Hier sehen wir den Sonnenblendenstreifen, der schon sehr Falten geworfen hat durch die Sonneneinwirkung oder UV-Strahlung. Diesen werden wir auch austauschen. Da hat Tristan schon einen neuen besorgt. Leider haben wir keinen Film darüber, wie wir ihn aufgeklebt haben, aber der neue sieht auf jeden Fall gut aus. Und wir haben ja andere Filme schon gemacht, wo man das ganze Folieren sieht, wie zum Beispiel in der Küche. Ne? Das ist genau das Gleiche hier. Ist ja keine Luftkanalfolie, sondern eine normale Klebefolie mit viel Wasser. Siehst du die ganzen Risse da? Und von innen nur so, nicht vernünftig oder so, nein. Und da. Ja, und jetzt darf ich das alles erstmal abschmirgeln und neu lackieren. Wie das Endergebnis nachher aussieht, ich weiß nicht, ob mich noch ein Bild heute erreicht. Der ist fleißig am Lackieren, der ist auch sehr genau. Und da ist es so, dass ich hier nochmal eben auf diese Scheinwerferglas eingehen möchte von diesen Eclipse. Die Scheinwerfer zu bekommen von diesem Facelift ist wahnsinnig schwer. Das Überschleifen und das Polieren dieser Scheinwerfer
ist regulär nicht erlaubt. Das möchte ich hier mal eben ganz klar anbringen, bevor hier unten wieder die ganzen Mails kommen. Das ist auch verboten und hin und her. Dafür haben die Autodocs, die ich auch sehr mag, die Jungs, mal einen sehr schönen Film zu gemacht, auch wie man die aufpoliert. Und die haben dann mit dem Prüfingenieur telefoniert und es ist eigentlich auch so, wenn man die Prüfer kennt, man kann es ja nachher nicht mal sehen, dass sie aufpoliert sind. Also ich glaube nicht, dass deswegen einer durch den TÜV fällt. Also hier kommen natürlich nachher neue Scheinwerfer rein. Wir machen das hier nur zu Demo-Zwecken, damit man sieht, was alles möglich ist. Sie sehen aus wie neu, muss man wirklich sagen. Und meine persönliche Meinung dazu ist, dass das, was man von diesem Polycarbonat, so heißt dieser Kunststoff, der da drauf ist, runternimmt, ist minimal. Diese Scheinwerfer bestehen aus Polycarbonat. Da drauf ist eine dünne Schicht kratzsicher drauf lackiert, also eine Kratzschutzschicht. Und die soll bei einigen Modellen angeblich auch gegen UV-Strahlung helfen. Obwohl, ich weiß nicht, wie Polycarbonat ist, glaube ich, schon sehr UV-beständig als solches Material. Aber ich weiß nicht, wie die Mischungen früher waren. Das kann ich alles nicht genau sagen. Das ist Materialkunde. Da aus dem Thema bin ich längst raus. Und naja, das wollte ich da nur eben anführen. Und die Prüfer, wenn der völlig zerkratzt ist und wenn der milchig und gelb ist, dann kann man da auch nichts mit sehen. Und das Streubild ist natürlich auch für den Allerwertesten. Ne? Ja, das wollte ich hier nur eben anführen. Also das ist nur zu Demo-Zwecken natürlich. Und unser Wagen, oder der, besser gesagt, nicht unser, sondern Tristans Wagen, kriegt nachher neue Scheinwerfer, ist natürlich klar. Des Weiteren, das Zweite, wo ich drauf eingehen möchte, ist hier dieser Blinker, den wir jetzt hier oben sehen. Da gibt es eine Prüfnummer, ein E-Zeichen, und wenn der seitlich angebaut ist und nicht gefährdend ist, das heißt keine scharfen Kanten hat, dass wenn man mit einem Auto Personen traschiert, also wenn die seitlich vorbeigleiten sozusagen, weil es ganz doof läuft, dann dürfen da keine scharfen Kanten sein. Da darf nicht eine Schraube rausgucken oder eine Ecke sein. Und da muss man eben drauf achten, und wenn die dann dieses Prüfzeichen haben, dann gibt es dort für diese Seitenblinker auch kein Problem, die TÜV-technisch dort, also die Plakette zu bekommen. Ich möchte hier nochmal ganz kurz darauf eingehen, dass dieser Wagen Baujahr 99 ist und diese CO2-Bestimmung nach wie vor, meine Meinung da, wenn die Fahrzeuge länger erhalten werden, länger im Straßenverkehr bleiben, haben die theoretisch auch eine gute CO2-Bilanz. Ne? Nochmal hier ganz deutlich, Elektroautos, ganz klar, super im Straßenverkehr, aber das Ganze so schnell durchtauschen und so viele Autos bauen, und durch den Bau der Autos entsteht CO2 und auch durch die Herstellung der Akkus. Und wenn der Strom nach wie vor aus der Steckdose kommt, haben wir da auch ein CO2-anfallendes Problem. Also das muss irgendwie durchdacht werden. Natürlich für die Wirtschaft gesehen ist es ganz wichtig, dass wir Arbeitsplätze haben und dass wir das Geld nicht auf dem Konto lassen und immer wieder neu ausgeben. Und deswegen wird wahrscheinlich auch, werden die alten Autos immer teurer, damit sie vom Markt einfach runtergenommen werden. Aber für die CO2-Bilanz, auch wenn sie nicht hundertprozentig den sauberen CO2-Ausstoß haben, wie einer, der jetzt ganz neu gebaut wurde, oder wie ein Elektroauto, trotzdem haben sie ihre Daseinsberechtigung, und es wurde schon einmal CO2 für die Produktion, Rohstoffe, Wasser etc. ausgegeben. Und das möchte ich hier nochmal eben erwähnen, dass die alten Fahrzeuge wirklich eine Daseinsberechtigung haben. Generell alle alten Sachen. Wir sollten dahin zurückkehren, dass wir die Sachen einfach wieder mehr reparieren und heile machen und länger benutzen. Das macht einfach Sinn. Was kommt als nächstes als Film? Wir werden noch von Jörg aus Drochtersen berichten. Der ist weiter mit seinem Alkoven, da kommt noch was. Und dann die Funkgeschichte, die Funkübertragung vom Wohnmobil, dass wir Tankzustände, Batteriezustände, Luftfeuchtigkeit im Wohnmobil, wie auch Innentemperatur, Außentemperatur, Kühlschranktemperatur, diese Daten übertragen aufs Handy, egal wo wir sind. Das wollten wir nochmal, da ist ein Gerät fertig, das haben wir hier auch schon getestet und probiert, da werden wir noch drauf eingehen. Ja, das so am Rande noch als Schlusswort bemerkt, und wir sagen danke fürs Zuschauen und bis denne Osterhenne und sagen Tschüssi. So, jetzt reicht's. Lasko, jetzt geht's mit Lasko raus. Lasko, komm her. Der kommt noch gar nicht hoch da unten. Ne?